Jo, servus die Mau und grüß euch die Buben. Jo, ich bin wieder mal unterwegs. Und zwar möchte ich da wieder zu Kanuntum sein, in mein kleines mystisches Wäldchen. Ich habe da heute diese kleine Insta 360 Go 2 wieder dabei. Will heute einmal probieren, alles mit der nur zum Filmen. Habe ein externes Mikrofon und nehme den Ton auch extern auf ein Diktiergerät und mal schauen, wie das funktioniert. Und wie gesagt, ist halt meine einzige Kamera dabei, will mir das ein bisschen anschauen, wie das funktioniert. Und lassen wir es ein bisschen gut gehen, mein mystisches Mädchen. Machen wir es gemütlich und dann sehen wir weiter. Ja, also ganz gemütlich ist da auch nicht wirklich, aber ich denke, wir das Platz da einverleiben. Haben wir es halt da gemütlich gemacht. Es gibt auch heute nicht wirklich Überwältigendes. Ich mache mir heute nur einen Kaffee wieder. Natürlich auf meiner Titanen. Ich habe auch heute den großen Tisch einmal wieder dabei. Und machen wir es da halt noch ein bisschen gemütlich. Jawohl. Jawohl, er ist fertig. Er ist durch. Ja. Meine Krankensessel, was soll ich viel erzählen? Es wisst ihr eh schon langsam auswendig. Werd's mir gesund und alle anderen werd's mir nicht krank. Prost, Freunde. Da ist noch heiß. Muss man noch ein bisschen warten, aber gut. Ja, da hat sich schon ein Fliegerl reingeschmissen. Die brauche ich da herinnen nicht wirklich. Schlagen wir gleich die Brühe. Ja, ich bin gespannt, wie sich die kleine Go 2 schlägt. Ich denke, wird nicht so schlecht sein. Klar, mit dem einbauten Mikrofon, das kannst du vergessen. Wie gesagt, ich habe mein externes, ich habe da so ein kleines Diktiergerät mit. Aber ich warte schon, bis das DJI Mic rauskommt. Das, was eigentlich im Mikrofon selber aufnehmen kann, weil das stecke ich da oben dann hin, drauf und an. Das, was ich eigentlich dasselbe jetzt da mache, nehme das dann auf und synchronisiere das dann daheim. Das ist einfacher, als mit denen jetzt hin und her schießen. Aber gut, ich meine, die Arbeit ist dasselbe, ob es jetzt am Mikrofon ist oder auf dem Diktiergerät. Aber ich habe jetzt da das Mikrofon da herunter und nachher ist es dann wieder da oben. Und ja, wird noch 14 Tage, 3 Wochen dauern, bis das rauskommt. Sollte dann Anfang Dezember kommen. Schauen wir mal. Das will ich mir auf alle Fälle holen. Das haben wir gerade ein bisschen Social Media betrieben, gehört ja auch dazu, dass die Leute wissen, was man macht. Gehört ja heutzutage zum guten Ruf dazu. Ja, ich bin da jetzt zuerst ein bisschen da rumgestrandelt, ich habe gesehen. Da unten ist normal ein Bachel. Ich weiß, ich bin da hinten einmal auf einem Platzl gewesen. Da bin ich auf so einem Jägerstand gesessen. Da war da hinten noch Wasser drin. Das Lidio kann ich euch da gern verlinken. Da habe ich diese Seilbrücken gesucht, die es nicht mehr gibt. Und ja, das ist leer und austrickert. Es hat auch zuerst wieder ganz dezent angefangen zum Niedeln. Also ich weiß nicht, wieder sind da ein paar Gänse drüber geflogen und haben mich angewieselt. Keine Ahnung. Ja, was haben wir? In der Zwischenzeit haben wir eh schon noch 3. Wird wahrscheinlich eh bald anfangen zum finsterer werden. Da hinten sehe ich eh schon die Sonne, was noch hinter die Wolken durchblinzelt. Die verschüßt sich eh schon. Und Kaffee ist eigentlich auch aus. Ich habe auch gar keine Pads mehr mit. Ich hätte noch einen normalen hätte ich dabei. Ah, den habe ich im Rucksack dann. Mal schauen, ob ich mir vielleicht noch einen mache, bevor ich heimgehe. Ich glaube, ich mache mir einen. Der ist so geil aus der Kanne. Ja, dann habe ich mir wieder mal was Neues gegönnt. Das habt ihr gesehen, ich bin jetzt umgestiegen auf den Stuben. Ja, ich habe mich eh daran gewöhnt an ihm.
Er legt zwar hinten weiter aus, aber wenn man halt die ganzen schweren Sachen eher an den Rücken gibt, was man ja sowieso tut, dann ist das auch weniger Problem. Und ja, mit den Außentaschen, man bringt da wirklich genug rein. Also der hat 27 mit den Außentaschen, nochmal 2x4, 8, 35 Liter. Das ist mehr als genug. Wahrscheinlich eh schon wieder viel zu groß. Und daher habe ich mir jetzt noch was anderes dazu gekauft. Und zwar hier haben wir jetzt den Fellleben. Erst der Singi 20. Das ist ein 20 Liter. Schaut in etwa so aus wie der, ist hinten gerade dann wie so ein bisschen eine Tonne auch. Auf den kann man sich zwar nicht draufsetzen, aber das ist mir ja eigentlich wurscht. Und da passen auch die Seitentaschen drauf. Und das war einer der Gründe, warum ich mir den geholt habe. Und der war um 70 Euro auch nicht wirklich so teuer. 500 Gramm hat der also vom Gewicht her auch perfekt. So, jetzt warten wir aber da. Dampft schon wieder. Herrlich. Da schimpft irgendwer. Und der Flieger kommt auch mal wieder. Ah, schon lange keinen mehr gehört. Ja, ab und zu, wenn die vorbeifliegen, das ist mir ja wurscht. Das stört mich eh nicht, aber wie da unlängst waren, wo ich da verzweifelt habe, das Video kann ich euch da oben verlinken. Das war eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Das möchte ich so schnell nicht mehr. Ja, der dürfte schon ein bisschen stärker jetzt sein, aber schauen wir mal. Also, Prost, die zweite. Ja, in der Zwischenzeit habe ich schon angefangen zum Zusammenmachen. Kaffee ist weg. Wasser brauchen wir auch nicht mehr, schlucken noch. Den Rest lassen wir da. Schleppen wir nicht extra heim. Ja, es ist kurz nach 3:30, also ich würde jetzt sagen, ich packe mich jetzt schon langsam zusammen, mache mich noch gewöhnlich am Rückweg und dann gehe ich noch bei Sonnenschein retour und das ist dann okay. Ja, rahmen wir zusammen, war eine schöne Zeit wieder, wollte ich eigentlich ein bisschen mit der Kamera spielen. Klar, da gehört natürlich ein Kaffee zwischendurch dazu und ja, packen wir es ganz einfach. Ja, eins, was ich euch noch sagen wollte, weil ich gerade mein Tischerl in der Hand habe. Also, falls einer Interesse hat an so einem Tischerl, da hat der liebe Peter vom Kanal Peters Bastelein aus einem Trekkingstecken und einem Holzplatterl einen super Tisch gemacht. Falls euch das interessiert, Video verlinke ich gerne da oben. Also, schaut euch das an. Ich finde die Idee spitzenmäßig. Also, Peter, super gemacht. Ich glaube, Wuseln brauche ich da heute gar nichts. Habe ich da nicht einmal was zu drehen. Da ist schön dicht da herin verwuchert. Schaut schon imposant aus. Das soll es einmal wieder gewesen sein. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Mahl und pfiat euch die Bäume.